Willkommen zurück, meine hochverehrten YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. In dieser Runde wird euch begrüßen eine Imperiumsarmee. Sterlands Rache habt ihr bereits hier vorne gesehen und auf der anderen Seite, da versuchen, ja, da tun uns die Gruftkönige gerade ein bisschen weh. Ich bin immer noch oder wieder oder habe niemals aufgehört, verrückte Armeen, die nicht unbedingt Standardmeter sind, auszuprobieren. Und dieses Mal dachte ich mir, normalerweise nimmt das Imperium mit viel Kavallerie, starker Kavallerie, Heilung und so ein Kram. Wie wäre es, wenn wir einfach alles anders machen? Gegen die Gruftkönige ist das sogar möglich, denke ich mir. Deswegen habe ich eine riesige Armee aus 1400 Modellen dabei, bestehend aus einer Frontlinie aus 1, 2, 3 mal Schwertkämpfern, 2 mal Speerträger mit Schilden, im Hintergrund nochmal dreimal Speerträger, und das Fleisch der Armee steckt in seinem Fernkampf. Und zwar sind hier Sterlands, das sind Freischärler, einmal Freischärler, Silberkugeln, Musketen, Freischärler, Söhne Sigmars, Normas, Sterlands Rache, die haben wir ganz am Anfang gesehen, im Hintergrund Musketenschützen und Freischärler-Miliz im Hintergrund. Freischärler-Miliz, meiner Meinung nach, eigentlich eine ganz gute Infanterie im Kampf gegen die Gruftkönige, die selber eigentlich nur mit ihrer Gruftwache so halbwegs durch die Imperiumsinfanterie durchkommen können. Freischärler haben einen Werte von 28 Nahkampfangriff, 25 Nahkampfabwehr. Gegen Skelettkrieger oder Speerträger behaupten sie sich problemlos, gegen Gruftwache verlieren sie, aber selbst gegen Kavallerie, gegen leicht gepanzerte Kavallerie können sie im Nahkampf bestehen. Deswegen dienen sie sowohl als Schadensverursacher aus der Ferne, als auch um die wertvolleren Musketenschützen hier im Zentrum der Formation zu verteidigen. Wir haben außerdem einen Feuerzauberer, einmal mit dem Spruch Feuerball, um zum Lord snipen, denn natürlich ist das Meta ein Drittel Lord Killing, und der kaskadierende Feuerschirm, der den Freischärlern in einer unangenehmen Situation noch mehr helfen soll, die Linie zu halten. Als General ist ein ganz normaler dabei, der ist günstig, Feldherr des Imperiums auf Pferd, soll nicht wirklich viel machen, und dazu gibt es hier noch einen Luminarch, der ebenfalls auf Lord Sniping Tour geht oder Monster kaputt schießen soll oder alles mögliche. Mein Gegner mit dem kompetitiven Arkan im Schwarzen bekommt seinen ersten Feuerball ab, hat allerdings Glück, dass er nicht direkt auf seiner Nase explodiert, sonst wäre er gleich krepiert, wenn der Luminarch hintergekommen ist. Er hat eine Leibgarde durch den Gruftprinz dabei, feueranfällig ist der Gruftprinz. Oh, und Zettel unvergänglich auch, das wusste ich ja gar nicht. Achso, nee, Blödsinn. Das ist ja, weil ich jetzt gerade mit meinem Feuerzauber gezaubert habe. Aber das gibt ihm nur 22, ja, das verdoppelt auf 47 Feueranfälligkeiten. Luminarch hat ja auch Feuerangriffe, das heißt so in Kombination Feuerball und Luminarch, wenn beides trifft, ist wahrscheinlich ein gegnerischer General, vor allem hier der Gruftkönige, die sowieso schon eine Feueranfälligkeit haben, gleich tot. Abgesehen von diesen Heldentrupp ist hier in der Frontlinie eine billige Linie aus Skelettkriegern aufgestellt. Dahinter dreimal doch deutlich bessere Gruftwache, ein Knochenriese und ein Regiment Ushabti mit Großbogen. Schön, den Knochenriesen mal wieder zu sehen. Der kann ja manchmal wirklich gut abgehen. Im Wald habe ich ein Regiment billige Ritter des Imperiums dabei. Mein Gegner zweimal eine hekarassische Reiter. Das ist die bessere Kavallerie, die die Gruftkönige dabei haben können. Und ich finde, vom Preis-Leistungsverhältnis ist die gar nicht schlecht. Ihre Angriffs- und Abwehrwerte sind durchaus akzeptabel. Und ihr normaler Waffenschaden. Skelettbogenschützen, bisschen zum Plänkeln und zweimal Todesgeier, um mich abzulenken. Und die gerade schon mal ein bisschen den Wald scouten. Schöne Armee, mir ist klar, was er damit machen will, nämlich eigentlich wollte hier mit dieser ganzen Mobilität und Fernkampfzeug mögliche Kanonen, die ich mitgebracht habe, ablenken, stören, sodass wir nicht schießen können. Kanonen sind allerdings nicht dabei für seine Reiterei, dagegen haben wir haufenweise Fernkämpfer, die jetzt gleich loslegen werden. Und zwar, ja, beginnen sie bereits ihr Feuer auf den guten alten Arkan, ist nicht Arkan, ist Cedra. Den Unvergänglichen zu richten. Mit seiner Hellebarde. Definitiv Bonus gegen Groß. Und ich bin jetzt hier ein bisschen unvorsichtig mit meinem Feldherrn vorgegangen. Die Gelegenheit hat er sich genutzt und dachte, er kriegt mich hier. Ne? Aber da kommt er wieder. Da kommt wieder der Feuerball. Auf den guten Cedra. Aber wieder Glück gehabt. Nicht genau auf ihm gelandet.
macht uns auch nichts aus. Meine ganze Linie ist vorwärts gelaufen. Ich hatte gleich gesehen, so viel Nahkampfinfanterie hat er nicht. Das kann ich alles mit meinen Speerträgern und Schwertkämpfern blockieren. Und währenddessen dürfen die Freischärler und alle anderen Fernkämpfer den doofen Knochenriesen kaputt machen, der gerade versucht, meinen Luminarch zu vernichten. Das finde ich nicht schön. Zum Glück hat er nicht getroffen. Knochenriese mit 80 Panzerung ist ja okay gepanzert, aber nicht so hammermäßig. Das heißt, auch die Freischärler machen einiges an ihm Schaden. Er ist bei 4200 Lebenspunkten und ja, das wird ihm ausgesogen praktisch. Meine Güte, oh, 2500. So schnell habe ich einen Knochenriesen selten kaputt gehen sehen. Aber ist auch kein Wunder. 1, 2, 3, 4, 5 Regimenter. Fernkämpfer feuern auf ihn und da kommt die nächste große Salve. Bäm, oh, das ist eine Freude, den Typ zu sehen. Gerade genug und da denkt sich erstmal, Leute, leg mich jetzt mal hin. Ich glaube, ihr spinnt. Hier im Hintergrund ein Gegner ein bisschen unvorsichtig. Cetra losgeschickt, um den Feldherrn des Imperiums zu töten. Ich konnte ihn rausschicken, die Ritter des Imperiums haben ihn gerade so gerettet. Und jetzt beginnt, oder ja, ist der Angriff der Kavallerie meines Gegners bereits schon lange im Gange und sie sind sehr schön in meine Linie hier reingestürmt, aber zu meinem Vorteil hilft mir, dass es eben keine blöden Musketenschützen sind, sondern Stirlands Rache, die sich, wie gesagt, nicht so von den hekarassischen Reitern beeindrucken lassen. Die sind hier, um Spaß zu haben und ihr Geld im Anschluss des Kampfes zu verprassen, deswegen, ja, muss er sich irgendwie entscheiden, wo er hingehen will. Und das Tolle ist, selbst wenn er in die nächste Infanterielinie reinläuft, ja, da hinten warten nochmal drei Regimenter. Die laufen jetzt leider irgendwie in den Nahkampf rein. Vermutlich habe ich Angriffsbefehl hier auf die Ushabti mit Großbogen gegeben, die sich jetzt zurückgezogen haben. War schon ein Fehler von ihm, dass er seinen Knochenriesen nicht zurückgezogen hat. Das hat ihn ja nachher dieses Modell gekostet. Aber das ging schon ziemlich schnell. Und er war vermutlich mehr hier auf seinen General Cedra beschäftigt, der gerade mit einem neuen Feuerball konfrontiert wird. Und Glück gehabt, er ging total daneben. Ich muss sagen, irgendwie finde ich die Freisteller-Einheit doch gar nicht mal so schlecht. Cedra, der unvergängliche Ball tot. Luminarch wird jetzt fokussiert von den Todesgeiern. Hab sie gerade genettet, deswegen hängen sie gerade ein bisschen hilflos in der Luft herum. Dumm, diddle, dumm. Und Cetra schnappt sich jetzt das nächste Ziel. Es ist... Nee, der Luminarch schnappt sich das nächste Ziel. Tempelhofer. Aber er konnte sofort nicht schießen. Ja, schade, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich diesen Luminarch noch retten könnte. Immerhin haben wir noch zwei weitere Feuerlinien, die es den Todesgeiern zeigen können. Mit Feuer und Stahl gewinnt das Imperium seine Schlacht. In diesem Fall besonders viel Feuer und Schießpulver. War natürlich sehr froh, dass der Luminarch immer noch überlebt hat und Cetra nippelt jetzt gleich ab. Und da geht er hin. Und war schon mal ziemlich gut für mich. Nächstes Ziel ist natürlich der nächste Held. Und das passiert, wenn es dem Luminarch gefällt und er so richtig trifft. Bleibt nicht mehr so viel, nicht mehr so lange übrig. Mein Gegner ist zwar durchgebrochen mit seiner Infanterie, doch ja, so leicht aufgeben tue ich ehrlich gesagt nie oder jedenfalls sehr selten, wenn es mich nicht zu sehr ankotzt. Und ich war noch recht zuversichtlich, hatte ja noch zwei volle Regimenter Speerträger und sehr viele Fernkämpfer, an denen meine Gegner nicht vorbeikommen würden. Ich wollte nur noch die gegnerischen Ushabti mit Großbogen vernichten, habe meine Kavallerie und meinen General drauf geschickt. War vielleicht gar nicht so schlau, denn er hat richtigen Zeitpunkt die beschwungenen Ushabti geholt und meine Kavallerie zum Teil aufgehalten. Wenn ich meinen General verlieren würde, wäre es definitiv nicht gut. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass er vielleicht mit seiner Infanterie langsam hier in meine Einheiten einbricht, ist dann aber doch nicht passiert. Skorpionenlegion ist eine Cache, hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ein Schuss des Luminarchs erledigt 10 von ihnen. Ich hatte glücklicherweise auch noch ein Netz übrig und das hat dazu geführt, dass dieses Regiment direkt in Reichweite von drei Fernkampfregimentern, ja, beschossen werden kann. Dann bringt ihnen auch ihr silbernes Schild nicht mehr ganz so viel. Zeigt, was ihr könnt. Aus nächster Nähe exekutiert. Oh. Die sind jetzt auch geholt.
abgeräumt. Da haben wir leider versäumt, uns zurückzuziehen. Ist auch egal. Die gegnerische Armee ist bereits zerfallen unter dem vernichtenden Feuer unserer Infanterie. Ich glaube, die Stellungswaffe sind auf jeden Fall eine gute Einheit. Sie sehen vom Einheitensymbol ja aus wie ein... Oh, jetzt kommt der nächste Schuss. Wir haben 12 Fuß Stabdies. Und jetzt schießt der Luminarch. Bam! Ich habe noch nie so viele Schabbis auf einmal kaputt gehen sehen. 6 Stück hat der Luminarch mit einem Schuss erwischt. Das wäre doch mit Sicherheit ein Level-Up gewesen. Und ich persönlich muss sagen, Freischärler gar nicht mal so schlecht. Vor allem gegen Armeen, deren Infanterie selber nicht wirklich so richtig stark ist. Die kosten ja nicht so viel. Gerade mal 400 Gold oder 450. Und dafür sind sie doch recht okay im Nahkampf. Und lassen sich nicht so von Todesgeilen beeindrucken oder den nähekarastischen Rittern. Selbst gegen Skelettkrieger und Skelettspeerträger können die sich halten. Das heißt, man braucht gar nicht so viel Frontlinien-Infanterie gegen gegen gegnerische Infanterie, die schwach auf der Brust ist. Ich habe mir diese Armee hier ausgedacht, weil ich mir dachte, okay, wenn unser Gegner hier mit vielen Elite-Einheiten kommt, wie zum Beispiel kämmerische Kriegsfinks und so ein Kram, würde die innerhalb von Sekunden zerschossen werden. Genau das habt ihr ja gesehen, was mit dem Knochenriesen passiert ist. Der Luminarch würde da natürlich auch noch helfen, genau wie der Feuerzauberer. Und wenn es viel Infanterie ist, könnte ich immer noch rausplänkeln und von der Seite Angriffe mit dem Feuerzauberer, mit dem Feuerball machen und immer noch aus der Entfernung gut Schaden machen, denn die Gruftkönig-Infanterie ist ja auch noch sehr langsam, da könnte ich mich auch noch ziemlich lange vor ihm wegbewegen. Also hier, gegen die Armee hat das gut funktioniert. Die Gruftkönige sind eben nicht so sonderlich gut, wenn es um Flankenangriffe geht. Die nähekarastischen Reiter sind ihre beste Kavallerie und auch die ist jetzt nicht so stark. Also dagegen funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Gegen Zwerge würde ich sagen, würde ich das eher nicht mitnehmen. Tiermenschen definitiv nicht. Andere Imperiumsarmeen könnte man schon machen, aber die könnten einen dann zerschießen mit ihren eigenen Bogenschützen. Hier wären Bogenschützen sicherlich auch nicht übel gewesen. 3 Regimenter hätten mir bestimmt ziemlich Probleme bereitet, aber ich hätte sie auch mit etwas Enthusiasmus voraussichtlich zerschießen können. Was haben wir noch? Hochelfen, würde ich das vielleicht auch nicht machen. Dunkelelfen genauso wenig. Was bleibt da noch übrig? Vampirküste? Ne, ganz sicher nicht. Vampirfürsten? Durchaus vorstellbar, dass man damit einen gegnerischen Lord kaputt machen kann, aber die haben eben viel stärkere Kavallerie mit ihren Blutrittern. Wenn die hier anfangen reinzurennen gegen Freischärler, dann halten die nicht durch, keine Chance, und die rollen die ganze Linie sofort von der Seite aus. Also ich denke mal, definitiv eine Armee, die nicht so flexibel und variabel ist wie jetzt der Manticore, der OP Manticore Rush von Legatus, aber macht ja nichts. So, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal.